Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir wieder einen Blick zurück auf die Neuzugänge aus Juli 2018 und stellen uns gemeinsam die Frage, schon gelesen oder subt es noch? Und ja, wir werden jetzt einfach sehen, wie viele Bücher sind bei mir eingezogen, welche davon habe ich schon gelesen, an was erinnere ich mich, warum liegt vielleicht manches Buch auch noch auf dem Sub? Und dann schauen wir uns am Ende den Schnitt an. Ich habe jetzt schon mal in der Statistik nachgesehen, dass 19 Bücher, glaube ich, bei mir eingezogen waren und ich bin guter Hoffnung, dass so das ein oder andere davon schon gelesen ist. Und jetzt werfen wir gemeinsam einen Blick zurück und ich wünsche uns jetzt viel Spaß bei dem Video. Damals hatte die noch blonde Steffi wohl so ein kleines Problem mit der Schärfe. Das hat meine Kamera immer mal wieder und man merkt es leider gar nicht. Aber ich denke, jetzt so im Kleinen wird euch das gar nicht so groß auffallen. Das erste Buch ist Frisch harpiziert von Harpe Kerkeling. Das war eine Sammlung seiner Kolumnen, die er, ich weiß gar nicht mehr wo, veröffentlicht hat. Ich glaube in der Gala. Und ich fand das tatsächlich, ich fand das tatsächlich auch ganz unterhaltsam, ganz lustig. Es hat mir gut gefallen. Ich habe es ja als E-Book gelesen. Und es ist halt Harpe Kerkeling, wer seinen Humor mag, wer die Art mag, wie er Dinge sieht, wie er Dinge beschreibt, wie er auch Menschen und in dem Fall auch Veranstaltungen wahrnimmt, der hat da definitiv viel Spaß mit. Rock My Soul von Jamie Shaw, ist das der vierte Teil oder der dritte Teil der Reihe? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe auf jeden Fall die ersten drei Teile der Reihe gelesen. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Rock My Soul der dritte oder vierte ist. Dementsprechend habe ich es entweder gelesen oder nicht, denn der vierte Teil wurde von mir dann nicht mehr gelesen, weil ich den dritten Teil nicht mehr ganz so gut fand. Der erste Teil hat mir sehr gut gefallen, da geht es um so eine Band, vier Jungs und die haben natürlich so die ein oder andere Lebensgeschichte und dann eben auch so, der eine ist eher flirty unterwegs, der andere sucht so die feste Beziehung, der andere wandelt sich in seiner Geschichte, aber da würde ich mal sagen, weiß ich gerade nicht so ganz. Ich bin viele von Dennis E. Taylor, ein grandioses Science-Fiction-Story, unheimlich unterhaltsam, lustig, sarkastisch, ironisch. Man spielt hier mit künstlicher Intelligenz, die man im Grunde aus einem echten Menschen herausgenommen hat. Und ich fand das toll. Diese Bobbyverse-Reihe ist wirklich großartig erzählt. Es hat mir viel, viel Spaß gebracht. Das ist ja der erste Teil der Reihe und mittlerweile ist auch der dritte Teil der Trilogie erschienen. Manche vermuten, vielleicht gibt es sogar noch einen vierten Teil. Ich wüsste nicht, warum man den brauchen würde, aber ich mochte dieses Universum und ich mochte es, wie aus Bob eben ganz viele Bobs wurden und die halt dann auch sich miteinander unterhalten haben. Ich fand das einfach großartig, die Vorstellung, dass es verschiedene Steffis gibt, mit denen ich mich dann unterhalten kann. Es war großartig. Liebe zukünftige Lieblingsfrau von Michalis Pantelouris habe ich gehört. Wir haben hier einen geschiedenen Mann, glaube ich, oder frisch getrennt lebenden Mann gehabt. Der so ein bisschen sein Single-Leben beschreibt und das fand ich eigentlich nicht unbedingt das Spannendste, sondern einfach, wie er als Mann die Dinge wahrnimmt. Man hat ja doch immer das Gefühl, es gibt so Geschlechterdinge und das eine sehen die Frauen so, das andere die Männer. Und ich fand hier wirklich spannend, wie er uns im Grunde seine Welt näher gebracht hat. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf dieses Hörbuch gekommen bin, fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ich mochte es einfach auch mal so, die Gedanken zu manchen Dingen von einem Mann zu hören und das hat mir hier wirklich sehr gut gefallen. Nichts gesucht, alles gefunden von Jean Christoph Ruffin, ein Mann, der den Jakobsweg gegangen ist und eigentlich nichts gesucht hat, aber dort alles fand. Ich mochte es ganz gerne, es waren interessante Gedanken zum Jakobsweg, zu der Suche nach sich selbst, zu dem, was finde ich in mir. Es kam für mich aber an viele dieser Bücher nicht heran, also sowohl natürlich an Harpes Buch nicht, als auch wenn ich an das von Elizabeth Gilbert denke, Eat, Pray, Love oder auch The Trip, was ich ja auch schon vor längerer Zeit gelesen habe. Es war eher so auch ein bisschen eine Aneinanderreihung von Gedanken und dann auch sehr, so manche Wiederholungen. Ich meine, irgendwann versteht man, dass einem die Füße nach so und so viel Kilometer wehtun. Also das ist auch mir als Nichtläufer durchaus eine Vorstellung. Aber es war okay und ich glaube auch nicht schlecht. Azurblau für zwei von Emma
Sternberg, war glaube ich das zweite Buch der Autorin, das ich gelesen habe. Von ihr war auch Fünf am Meer. Hat mir als Hörbuch ganz gut gefallen. Ich kriege nicht mehr so richtig zusammen, wo wir waren. Also die Geschichte hat natürlich irgendwo an der Mittelmeerküste gespielt. Könnte sogar Italien gewesen sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist leider gedanklich nicht sehr viel übrig geblieben, aber ich glaube, es hat mir ganz gut gefallen. Also ich habe es nicht in negativer Erinnerung. Und sowohl für Romane sind natürlich auch eher Bücher für das Jetzt. Die liest man in der Regel nicht, um sich dann 5 Jahre später noch dran zu erinnern, wenn man das so sagen kann. Palace of Fire von C.E. Bernard war, soweit ich mich jetzt erinnere, der letzte Teil der Reihe. Ich kriege das immer nicht mehr zusammen, welcher Teil was war. Die Reihe hat mega stark angefangen. Ich habe den ersten Teil wirklich gefeiert, war ja Palace of Glass. Wie gesagt, kriege ich es jetzt nicht mehr zusammen, ob Fire der letzte Teil war oder nicht. Habe dann auch wirklich alle 3 Bücher hier gehabt, weil ich dachte, das ist so eine Highlight-Trilogie. Im zweiten Teil kamen schon Wendungen, die ich nicht ganz mehr so gut fand. Und der dritte Teil war für mich dann richtig abstrus. Also das sind wirklich Dinge passiert und auch wie die Autorin die beschrieben hat, da habe ich sehr oft Augen rollen müssen und ich habe nicht verstanden, welchen Weg diese Geschichte nimmt. Es gibt wohl jetzt sogar einen 4. Teil. Bin gerade unschlüssig, habe auch nicht weiter drüber nachgedacht oder auch geschaut, was es mit dem auf sich hat, ob es die Geschichte einfach ein paar Jahre später weiterspielt oder ähnlich. Nachdem der dritte Teil wirklich ein Flop war, ist die Reihe weitergewandert. Zu einer lieben Bekannten von mir, die sich sehr erfreut hat an der Reihe, die aber auch durchaus im dritten Teil gesagt hat, dass das nicht so ihr Teil war. Also war ich ganz beruhigt, weil ich dachte, ich bin da vielleicht die Einzige, aber auf jeden Fall gelesen. Wenn auch dann den letzten Teil nicht für gut befunden. Dann ist als echtes Buch bei mir eingezogen Der letzte Liebesbrief von der lieben Jackie Feygood. Da hatte ich ja schon das Vorab-Exemplar per E-Book gelesen und das war auch, glaube ich, ihr erstes Hardcover, was herausgekommen ist. Sie hat sich ja irgendwann dazu entschlossen, ihre Bücher auch als Hardcover erscheinen zu lassen. Das finde ich wirklich mega. Ich bin jetzt nicht der größte Hardcover-Fan und ich bestehe auch nicht auf dem Hardcover. Ich lebe auch ganz gut mit Taschenbüchern oder ja auch E-Books, aber das hat natürlich optisch so ein richtig was Schönes und ich habe mich sehr gefreut, als dieses Buch bei mir im Hardcover-Form eingezogen ist und es sieht auch richtig schön aus. Hat auch ein Lesebändchen, auch qualitativ sehr hochwertig und ich finde einfach toll, was auch Self-Publishern dafür eine Möglichkeit gegeben wird, das alles im Grunde anzubieten und im Grunde wirklich Fans, die halt eher doch zum echten Buch greifen, da die Möglichkeit zu geben, dass sie das auch bestellen können und auch zu einem relativ erschwinglichen Preis, muss man natürlich mal dazu sagen. Klar sind E-Books von Self-Publishern sowieso sehr, sehr günstig. Mir persönlich fast zu günstig. Oh, und da wird die Steffi wieder scharf. Faszinierend. Hat auch das nächste Buch in der Hand. Narren und Sterbliche von Bernard Cornwell. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich noch nicht gelesen. Also gefühlt das erste Buch, wo ich 100% sicher bin, dass es noch auf dem Sub liegt. Und ich mich tatsächlich ein bisschen frage, warum. Denn es geht darin um Shakespeare und um seinen Bruder. Es ist, glaube ich, aus der Geschichte des Bruders geschrieben, der irgendwie versucht, durch Shakespeare eben ins Theater zu kommen oder irgendwas. Und ich frage mich tatsächlich gerade, wie konntest du das irgendwie vergessen, verdrängen oder... manchmal weiß man es einfach nicht. Ne? Also das ist noch auf dem Sub. Schade, aber vielleicht befreie ich es davon in diesem Jahr auch noch. Dann Murder Park von Jonas Winner hatte ich damals zusammengelesen mit Tanja und Ramona, glaube ich. Und da ist das echte Buch dann einfach nochmal bei mir eingezogen. Mir hat das ja sehr gut gefallen, auch einige andere Bücher von Jonas Winner. Und das habe ich dann von der lieben Tanja, als ich in Berlin war, geschenkt bekommen, durfte ich mitnehmen. Mittlerweile bin ich ja von Jonas Winner so ein bisschen abtrünniger geworden, weil mir ja dann doch so 2 die letzten nicht so gut gefallen haben. Aber das Buch wird natürlich in aller Ehre gehalten. Dann war ich ja in Münster auch letztes Jahr im Juli, wird ja auch jetzt dieses Jahr soweit sein. Und da habe ich mir im Jokers mitgenommen, Fotografie von Lost Places. Und das fand ich richtig, richtig schön. Also da, das ist natürlich kein klassisches Buch, das man liest, sondern ich habe mir das Buch einen Monat im Grunde einfach so nebenan hingelegt und immer mal drin geblättert, mir das angesehen, die kleinen Texte dazu gelesen. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, für 4,99 war das wirklich ein Schnäppchen für so ein Fotografienbuch und hat mir wirklich viel Spaß gemacht und mich auch wirklich gut unterhalten. Jetzt labert die Steffi ein bisschen länger, aber sie ist zumindest wieder scharf. Das scheint, entweder hat die Steffi damals einen Cut drin gemacht,
Das weiß ich jetzt so gerade nicht mehr. Dazu ist es auch zu weit weg. Aber ich sehe auch noch mein altes Wohnzimmer. Das Kästchen auf der einen Seite habe ich ja auch komplett abgeschafft. Ja, dann waren wir ja im Antiquariat in Havixbeck, also bei Münster in der Nähe, wo auch Thorsten im Grunde wohnt. Und ja, in dem Antiquariat kann ja jeder seine Bücher so hinbringen und wenn die natürlich noch, ich sag mal, in einem guten Zustand sind. Und da habe ich zwei Margaret Atwoods mitgenommen. Zum einen Katzenauge, das ich noch nicht gelesen habe, und zum anderen Die Unmöglichkeit der Nähe. Und das habe ich schon gelesen. Und ich finde, Margaret Atwood hat einen sehr bestechenden Schreibstil, der mir wirklich gut gefällt, der irgendwie zwar sehr direkt ist und auch jetzt nicht sehr ausschweifend, aber durchaus ja, beschreibend ist. Und ich finde, dass sich das eigentlich so gefühlt ein bisschen widerspricht. Aber Margaret Atwood schafft das wirklich für mich, Szenen zu erstellen, die auch unter die Haut gehen. Und das hat mir auch bei Die Unmöglichkeit der Nähe wirklich mega gut gefallen. Dann habe ich auch dort entdeckt, beziehungsweise ja, war Die souveräne Leserin von Alan Bennett. Das fand ich richtig, richtig schön. Da ging es ja um die Queen, die das Lesen für sich entdeckt und ja, so ein bisschen lesesüchtig wird und dadurch irgendwie so ein bisschen ihre eigentliche Arbeit vergisst. Hat mir sehr gut gefallen, war ein kleines, feines Buch, was mich wirklich gut unterhalten hat. Dann ist eingezogen Der Gast im Garten von Takashi Hiraide, glaube ich. Auch ein kleines, feines Buch, wo es eben ja, um ein Paar geht, das jetzt im Garten sozusagen von einem herrschaftlichen Hause wohnt. Und dort kommt eben irgendwann eine Katze zu Besuch. Und ja, wir haben hier so ein bisschen die Lebensgedanken des Mannes und ja, was diese Katze so ein bisschen auch im Garten sucht und was man manchmal so findet. Sehr schön. Glück und andere Kleinigkeiten von Absoluter Wichtigkeit von Shapira. Habe ich als E-Book gelesen, war glaube ich mal in der Flow oder ich weiß gar nicht mehr, irgendwo auf jeden Fall als Empfehlung. Und ja, es geht hier eben um Glück und andere Kleinigkeiten, die wir aber absolut wichtig finden und hat mir gut gefallen, war aber eher ein Buch, was so ein bisschen für die Anfänger in dem Thema sind. Kein Horizont ohne Licht von der lieben Michelle Schrenk habe ich im letzten Jahr sehr, sehr geliebt. War total happy, dass das als Buch, als echtes Buch auch bei mir eingezogen ist. Hat mich wirklich sehr gefreut und ich finde auch einfach die Cover immer wieder schön von der lieben Michelle. Und auch dieses Buch hat mir im letzten Jahr sehr, sehr gut gefallen. Leider ja ein bisschen anders als jetzt die letzten zwei Bücher, die ich von ihr gelesen habe. Aber hier ja, kann ich mich sehr positiv daran erinnern, dass mich das erfreut hat. Und ich mag einfach sehr oft diese Lebensliebesgeschichten, die sie so mischt. 421 von Erin Kelly habe ich bei Lovely Books in einer Leserunde gewonnen. Ist ein Thriller, der glaube ich auch so um diese Mondfinsternis geht, die wir ja letztes Jahr auch im Juli hatten. Ja, es war die Mondfinsternis. Es war ein Buch, was ganz gut begonnen hat, denn wir haben hier vier Personen auf zwei Ereignissen und daraus wurde irgendwie eine Lüge. Ich glaube, irgendwie so war es. Ich fand den Anfang tatsächlich gelungen. Es hat sich dann für mich irgendwann total verworren und man hat irgendwie auch nicht verstanden, was die Charaktere antreibt, was ihre Motivation ist. Und ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Also irgendwo hat sich diese Geschichte dann, ja, im Irrsinn, kann man gar nicht anders sagen, irgendwie abgetrieben. Und ich weiß auch, dass in der Leserunde ja, alles so ein bisschen unterschiedlich gesehen wurde. Die einen, die es wirklich gefeiert haben, die das toll fanden, die anderen, die es grottenschlecht fanden. Und ich war so mittendrin und dachte, manches war gut und ja, anderes ja, nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Das Mädchen, das in der Metro las, von Christine Ferré-Fleury, habe ich ja letztens erst gelesen. Ja, faszinierend. Es war fast ein Jahr auf dem Sub gelegen. Habe ich damals von der lieben Sandra bekommen, hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass ich das aus dem Bücherregal mitnehmen durfte. War eine sehr schöne, feine Geschichte von einem Mädchen, das eben Bücher liebt und das Lesen liebt und Menschen beobachtet und dann eben einfach ja auch auf zwei Personen trifft, die sagen, auf Vater und Tochter, die sagen, jedes Buch hat den richtigen Besitzer und sie hier so ein bisschen zur Botin der Bücher wird, um ja den Menschen das richtige Buch zu bringen. Richtig schön, richtig fein, nicht zu dick, habe ich glaube ich an einem Sonntag gelesen, hat mir sehr, sehr gut gefallen und man konnte richtig schön eintauchen und man hat auch natürlich die Lieblingsromane der Autorin so ein bisschen kennengelernt, weil die da auch einfach wichtig waren. Und das waren sie nun, die 19 Neuzugänge und ich habe eine, zwei in den Händen gebildet. Das heißt, zwei Bücher habe ich noch nicht gelesen, nämlich Narren und Sterbliche
Und ja, was war das andere Buch? Schon wieder verdrängt. Das eine Buch von Margaret Atwood. Beziehungsweise vielleicht sogar diesen vierten Teil der Rock My... Reihe, weil ich nicht weiß, ob Rock My Soul tatsächlich schon der vierte war oder vielleicht noch der dritte. Aber gut, es sind entweder zwei oder drei Bücher, die ungelesen sind von fast 20. Das finde ich wieder einen sehr guten Schnitt. Freut mich sehr, dass die anderen Bücher schon gelesen sind. Und gerade bei Narren und Sterblichen, das muss ich mir jetzt mal ein bisschen in die Nähe legen, damit mir das immer mal irgendwie auffällt. Denn ja, es wird einfach Zeit, dass das Buch auch wegkommt, nachdem ja auch Shakespeare, einen, den ich sehr gerne lese, sehr gerne mag und auch Geschichten um ihn herum immer wieder gerne lese oder auch in Verfilmungen anschaue, das muss jetzt einfach gelesen werden. Ja, vielleicht kennt ihr ja eins der vorgestellten Bücher, darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das ein bisschen in die Kommentare schreiben würdet. Vielleicht auch zu den beiden Subbüchern, dass ihr da vielleicht jetzt schwärmerisch davon erzählen könnt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Freue ich mich immer sehr darunter. Infos findet ihr in der Infobox und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit dem Video. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.